Hi, ich bin der Martel und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penrith Music. Und heute geht es um das neue Album von My Ugly Clementine, The Good Life. Ist heute rausgekommen, ich habe es dankenswerterweise schon ein paar Tage früher bekommen und habe es mir anhören können, kann eben jetzt schon darüber sprechen und ich bin ziemlich aufgeregt, weil die Supergroup ist wieder da, wobei so richtig stimmen tut's nicht. In dieser Konstellation ist My Ugly Clementine zum ersten Mal auf der ganz großen Bühne jetzt aufgeschlagen. Sophie Lininger, Mira Lukovac und Nastassia Ronk bilden jetzt My Ugly Clementine und das Trio beweist absolut, dass sie enormes Talent und enormes Können haben. Die österreichische Band ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Ich sag's, es ist ein absoluter Wahnsinn. Kurzer Rückblick, My Ugly Clementine ist im Jahr 2019 zum ersten Mal so richtig in Erscheinung getreten, damals noch eben als Supergroup, weil Schmitz Puls, Mira Lukovac ist zusammengekommen mit Leias, Sophie Lininger, dann war noch Clem Kolleritsch mit dabei und auch Barbara Jungreitmeier. Und dann ist ein Debütalbum rausgekommen, Vitamin C. Das war bei Fans extrem beliebt, das war bei Kritikern extrem beliebt. Das ist sogar so gut gewesen, dass es zu Europas besten Indie-Album des Jahres gewählt worden ist. Absoluter Wahnsinn, absolut cool gemacht. Es ist dann ein bisschen drunter und drüber gegangen. Es hat ein paar Umstrukturierungen innerhalb der Band gegeben eben. Cam Kolleritsch ist ja mittlerweile als Kerosin 95 unterwegs, solo, ausgestiegen aus der Band. Barbara Jungreitmeier eben auch und dafür jetzt eben neu an Bord ist Nastassia Ronk von der Band Shark Tank. Absolut coole Sache. Es ist das erste Album, das jetzt beim Major Label BMG erscheint. Und ja, ich finde, es ist absolut verdient, dass sie eben diesen nächsten Schritt gemacht haben. Und die neue Platte klingt schon ein wenig anders als das Debütalbum noch. Ist auch logisch. Die drei Künstlerinnen schaffen es aber wirklich sehr schön, ihre eigenen individuellen Charakteristika mitzubringen und wirklich zusammen sich zu tun, sehr schön zu verbinden. Sie gestalten diese 12 Nummern sehr abwechslungsreich, sehr aufregend, sehr spannend. Also da gibt es wirklich sehr viele Dinge zu entdecken. Es macht sehr viel Freude. Und ja, der Titel der Platte ist auch absolut wörtlich zu nehmen. Er ist Programm, das Gute, das schöne Leben, das steht im Mittelpunkt, wenn auch unter verschiedenen Aspekten. Also es geht jetzt nicht nur ausschließlich um diese Suche und dem Streben nach diesem schönen Leben, sondern auch um diese Freude über das jetzt schon Vorhandene, über diese Kleinigkeiten, über diese schönen Dinge, um die Zelebrierung von Freundschaften. Und diese Zelebrierung von Freundschaften, die steht beispielsweise auch schon im ersten Track im Mittelpunkt in Circles. Das wird hier sehr, sehr deutlich. Es ist eine Ode an die Kameradschaft der Gruppe. Life is difficult, but as friends we're close. Don't you fade away, we'll be here to stay, heißt es da. Wirklich eine sehr schöne Sache. Die Gitarren, die fallen sehr üppig aus und es gibt einen sehr, wirklich sehr einnehmenden, mehrstimmigen Gesang. Der untermauert auch diese gesungene Botschaft noch einmal. Also das ist wirklich sehr schön gemacht. Ein kleines Riff gibt es hier mit ganz großer Durchschlagskraft, würde ich behaupten. Und allgemein ist alles sehr, sehr stimmig aufgebaut. Gegen Ende gibt es dann noch mal ein bisschen eine Reduktion der Dynamik. Das ist auch was ich immer wieder sehr toll finde, wenn man eben mit so, ja, mit gewissen Arrangements spielt, wenn man es eben schafft, da wirklich sich hinzusetzen, sich selber was auszukopfen und dann eben, ja, nochmal ein bisschen mit der Dynamik spielt, ist sehr schön. Und dann gibt es auch plötzlich eine Einspielung von Aufnahmen eines sehr ausgelassenen, eines fröhlichen Abends, den sie zusammen wahrscheinlich verbracht haben. Das ist auch sehr schön, da gibt es sehr viel Energie. Eben zu Beginn dieses Albums, das ist wirklich ein schöner Lustmacher auf mehr, was man dann eben noch weiter bekommt. Don't you fade away, we'll be here today. Are You In war ja die ganz große Lead-Single zu diesem Album, ist schon vor ein paar Wochen rausgekommen und ich muss sagen, seit dem erstmaligen Hören hat sich bei mir dieser Song immer und immer mehr ausgebaut. Er ist immer kräftiger geworden, die Power, die nimmt mich einfach vollkommen ein. Es ist wieder so ein mächtiges Riff zum Beginn, ehe es vermeintlich dann ein bisschen gediegener weitergeht. Die Gitarren, die beginnen aber wieder relativ, sagen wir mal, rasch zu raunen, zu raunzen. Das ist richtig, richtig cool und es wird von Therapiebesuchen unter anderem auch gesungen. Are You In The Good Life wird schließlich dann als Frage gestellt. Es ist sehr euphorisch und auch ein bisschen elegisch, vielleicht auch ein bisschen verträumt oder auch ein bisschen trippy, aber dieses ganze gute Leben, das hier eben besungen wird oder dem man so nachstrebt, das wird hier sehr schön auf den Punkt getroffen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Pace wird im Folgenden Let Me Go hochgehalten. Hier geht es ein bisschen schriller zur Sache, würde ich behaupten, ehe sich dann schon sehr schöne Klarheit im Refrain auftut. Sehr schöner Mehrgesang, wirklich überhaupt das ganze Album ist voller schöner Dreistimmigkeiten oder Mehrstimmigkeiten. Der bildet jetzt auch den Hauptteil dieses Songs, der vor allem durch diese
sehr antreibenden Drums definiert wird. I'll Never Let You Go ertönt es, bevor es zum großen Break dann in der Songmitte kommt. Und da kommt dann wieder die Reduktion ins Spiel. Verletzlicher Gesang, würde ich behaupten. Der übernimmt, der schmiegt sich sehr, sehr schön an diese sehr zarte Gitarre. Und das stimmliche Zusammenspiel eben der Musikerinnen, das verläuft ausgesprochen harmonisch. Wie gesagt, eben eigentlich auf diesem ganzen Album. In den ruhigen Momenten kann My Ugly Clementine gleichermaßen überzeugen wie in den lauten, und in dem bedächtigen Too Much, da hört man das sehr, sehr gut. Da gibt es einen sehr schönen Stimmungsbogen durch dezente Gitarren und auch einen sehr sanften Gesang. Und dann wird aber wieder mehr Drive aufgenommen, wenn die Drums dann einsetzen und auch die Vocals ein wenig anziehen. You Break My Heart, Then You Leave Me Alone wird im Hintergrund immer wieder wiederholt. Und dann gibt es noch so eine Stimme, die so richtig drüber fegt, ein bisschen dramatisch. Aber es ist wirklich ein ganz starker, ein sehr berührender Song, hat mir wirklich sehr gut zugesagt. I'm asking you. Das Internet kann bekanntlich Vor- und Nachteile haben in www oder in www, in World Wide Web, wie auch immer man diesen Song nennen will, wird diese Dualität dieser schönen und schlechten Seiten, dieser Licht- und Schattenseiten des Internets besungen. Die Gitarren sind sehr, sehr verzerrt und bewusst auch schief gewählt, würde ich behaupten, während Sophie nach einer Antwort von allerlei persönlichen Problemen sucht oder googelt eigentlich. Ja, man muss fast googelt sagen. Mal mit Erfolg, mal mit weniger Erfolg, mal kommen dann mehr Zweifeln dazu, als sie eben vor der Eingabe dieses Suchbegriffs gehabt hat. Schlussendlich regiert aber ein bisschen das musikalische Chaos, und das finde ich eigentlich auch ganz gut gelungen, weil so klingt wahrscheinlich das Internet, wenn man es vertönen möchte. Es ist einfach alles ein bisschen krut und wirr, aber trotzdem geordnet. Ali. So richtig nach vorne zieht die Band dann auf No. Viel Power mit einem anderen Ansatz. Staccato steht im Mittelpunkt. Das wird eigentlich nur gebunden durch diese schöne Fülle des Gesangs, vor allem eben auch wieder im Refrain. Let me tell you, you can do it, wird in der zweiten Strophe immer und immer wieder gesungen, mit auf den Weg gegeben eben. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Mantra, was man haben kann. Die Dynamik wird ein wenig herausgenommen von der Wucht, bleibt aber trotzdem noch eigentlich alles da. Also die Musikerinnen fahren da voll drüber. Es ist ein Track, der nochmal ganz anders klingt als alle anderen Tracks, die wir bisher auf diesem Album gehört haben. Und dennoch passt er trotzdem sehr gut ins Gesamtkonzept, sowohl textlich als auch musikalisch, weil wir durchleben hier wirklich sehr viele verschiedene Abschnitte mit dem Hinweis, here's the line, do not cross it. Also wirklich sehr schön durchdacht, auch hier wieder. So lazy, would you baby, would you baby, you're so crazy, would you lady, would you save me? Der Advisor gibt dann einen sehr großzügigen Einblick in das Seelenleben der Band, in das individuelle Seelenleben der Band, musikalisch zunächst sehr harmonisch ausgelegt, mit herrlichem Mehrgesang wieder und einer allgemeinen sehr, sehr einnehmenden, sehr schönen, sehr angenehmen Harmonie. Auch bei diesem Song findet wieder eine gewisse Entwicklung statt. Sie ziehen nach vorne, wenn auch nicht unbedingt bis ans Ende. Sie ziehen es vielleicht nicht ganz durch. Persönlich hätte mir da noch mehr Fluss, mehr Dynamik, wirklich hätte ich mir da noch gewünscht, aber insgesamt ist es schon gelungen. Trotzdem, es ist ein bisschen sowas auf der Strecke geblieben. Und so geht es mir auch bei Impossible Station. In den Strophen herrscht wunderbar aufregende und sich gut auflösende, nach Befreiung schreiende Stimmung eigentlich, die vom etwas trägen Refrain dann ein bisschen eingebremst wird. Die Gitarre lockert zwischendurch zwar ein bisschen noch was auf, aber ja, so richtig vom Fleck kommen wir teilweise nicht. Und auch im nächsten Song Things zeigt sich zwar wieder ein bisschen die Heiterkeit, aber der Text, der ist schon eigentlich ziemlich gegenteilig ausgelegt, würde ich behaupten. I hate the way I don't hate you, not even close at all, beginnt es im Refrain, ehe dann diese Na-Na-Na-Chöre einsetzen. Und die sind mir vielleicht ein bisschen zu einfach, die sind mir zu simpel gewählt. Ich verstehe, warum man es macht, weil man muss nicht immer alles irgendwie extrem wahnsinnig durchdenken. Und vor allem live ist diese Sache immer eine super cooles Ding, weil jeder sofort mitmachen kann. Aber irgendwie hat es für mich nicht ganz so dieses runde gehabt, was ich mir gewünscht hätte. Es ist vielleicht ein bisschen unzufriedenstellend und auch hier ist vielleicht
ein bisschen Potenzial liegen geblieben. Es ist ein wirklich guter Song, aber kein ganz perfekter. Einfach mal nichts tun ist auch eine sehr gute Sache und das wird in Feed abzelebriert. Da gibt es diese Entschleunigung vom Leben, die Zeit zu Hause ist auch extrem cool. Netflix bingen, Pizza bestellen und alle Dinge, die man halt so macht, wenn man normalerweise blau ist oder wenn man einfach sich denkt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Party, ich möchte morgen nicht blau sein, aber diese Dinge, die ich eigentlich mache, wenn ich vollkommen restfett irgendwo liege, am Vorabend machen. Das ist, glaube ich, sowas, was man auch zelebrieren kann. Es sind 3 sehr befreiende Minuten, wirklich super coole Sache gemacht. Das Riff ist auch schon wieder sehr, 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 sehr schön angelegt. Der Gesang auch, es ist sowas Füllendes. Das Musikvideo zu diesem Song hat für ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt, ist ein anderes Thema. Ich will hier eigentlich mehr über die Musik sprechen. Aber ist trotzdem ganz cool. Gegen Ende von The Good Life gibt es generell so ein paar Perlen zu entdecken. Für mich einer der liebsten Songs, der folgt dann als vorletztes, nämlich Would Do It Again. Es ist ein Lied, in das man sich vom ersten Ton und Takt einfach nur hineinlegen möchte, verlieben möchte. Es ist wahrscheinlich auch so, dass My Ugly Clementine dann hier am meisten nach Heim klingt. Und ich wollte eigentlich keinen anderen Bandvergleich ziehen, weil es ist immer so aufgelegt, einfach Boy Genius zu sagen oder Heim zu sagen, wenn es um Frauentrios in der Musik geht. Aber in dem Fall muss ich es leider machen. Heim ist wirklich absolut hörbar. Die Gitarre, das Gitarrensolo vom Gesang, vom Arrangement her, klingt alles schon ähnlich wie Women in Music Part 3. Finde ich aber vollkommen okay, weil es wirklich gut umgesetzt ist. Und es ist keine stumpfe Kopie von Heim, sondern da ist schon wirklich sehr viel Eigenes dahinter. Und mir hat das einfach extrem gut gefallen. Ich mag das einfach extrem gern. Es ist einfach zum Hinlegen, zum Genießen. Ein super cooler Song. I know that I would do it again. I know I would. Mit How Would I Know What I Know endet dann dieses Album und hier zeigt My Ugly Clementine noch einmal eine weitere Facette in ihrem Repertoire. Eine reduzierte Gitarre, die ein bisschen im Schatten von einem sehr aufwendigen Gesang steht. Da gibt es so Kanons, da gibt es wirklich, ja, da wird viel jetzt mit den Stimmen nochmal probiert. Das hat mir gut zugesagt. Der Track ist nicht laut, der Track ist nicht aufdrängend, hat aber eine enorme Anziehungskraft und kann in jeglicher Weise für mich überzeugen. Vor allem als Closer ist das eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Da ist wirklich so ein schließender Moment. Das ist wirklich was ganz, was Besonderes gewesen. Und generell muss man sagen, dass dieses Album The Good Life ein herrliches Album ist. Es ist ein befreiendes Album. Es ist ein manchmal sich selbst an sich selbst zweifelndes Album. Aber vor allem ist es ein Album, das die Freundschaft zelebriert. Und das mag ich vollkommen gern. My Ugly Clementine hat wirklich bewiesen, dass sie auf einem unglaublich guten Weg sind, auch international eine erfolgreiche Karriere einschlagen zu können, weil dieses Album eben einfach extrem gut ist, weil es einfach extrem frisch klingt, weil es genau das macht, was man eigentlich machen sollte, nämlich das, worauf man Bock hat, und es noch gut umsetzen mit seinen Freundinnen. Eine wunderbare Sache. Ganz großer Sound aus Österreich. 8,4 von 10 Punkte. Das war die Review zum neuen Album von My Ugly Clementine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte likest das Video, abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare, wie es euch damit so geht. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Penread Music. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.